Willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Hamster hilft eurer Kampagne oder vernichtet sie, je nachdem, worauf ihr gerade Lust habt. In dieser Runde habe ich eine E-Mail von DeathIII erhalten. Hamster, Elfen in Not. Und da hat er eine Kampagne, das war mit Better Campaign Camera mit noch aktiviert, aber ich glaube, das wird auch so funktionieren. Und er ist in Spielzug 75 und er hat einen Notfall, nämlich seine schöne Alariel, die Strahlende, hat sich in eine nicht so vorteilhafte Lage gegen zwei Chaos-Armeen gebracht, wenn ich das hier richtig lese. Trotz ihrer guten spitzurigen Freunde kann sie die nicht gewinnen. Ich brauche dazu zwei Mods, damit das Ganze funktioniert. Einmal fünffache Chaos-Invasion und zweimal den Better Campaign Kamera Mod. Bessere Kampagnenkamera ist mir egal, das ändert ja nichts an der Spielmechanik, hoffe ich jedenfalls. Fünffache Chaos-Invasion rückt auf uns zu und es gibt eine Schlacht, die hier für uns zu gewinnen ist. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Hoffentlich eine schöne Herausforderung. Am liebsten mache ich ja, wenn ihr so eine Kampagne oder eine Desaster-Schlacht einsenden wollt, einfach eine Schlacht, die es zu gewinnen gibt. Das mache ich gerne. Okay. Hier sind die Armeen. Auf der Seite des Chaos sind es zwei Chaos-Armeen. Chaos-Axt-Infanterie, sehr hohe Nahkampf-Angriffs- und Abwehrwerte. Das ist ziemlich gebufftes Zeug. Gute Rüstung und Schilde sind dabei, aber nicht ganz so hohe Waffenstärke. Dann haben wir noch Chaos-Ritter, wir haben Artillerie, mobile Einheiten und Zauberer. Nochmal eine Artillerie hier oben. Noch weitere Chaos-Krieger, ein Kavallerie-General plus 9 Nahkampfangriff auf Verbündete. Das knack ich. Sehr viel Kavallerie in der Armee. Okay. Also sie haben Mobilität und sie haben Artillerie. Was haben wir? Wir haben Alariel die Strahlende mit ziemlich guten Werten. 52 Nahkampfangriff, 65 Abwehr, allerdings zu Fuß, so wie es aussieht. Immerhin 5% Rettungszauber, physische Resistenz für Verbündete in Reichweite, in Heilspruch und Helm der Zwietracht, das ist auf jeden Fall nützlich. Verbesserte Nachladerate ist auch okay, für die Heilung kann man das gebrauchen. Was haben wir noch? Magieresistenz, wir haben eine Zofe, okay. Die könnte nützlich sein, um die gegnerischen Generäle zu snipen. Das ist ganz okay. Was haben wir hier? Eine Nahkampfspezialisten, Antigroß, plus 5 Nahkampfangriff, das ist okay. Auch zu Fuß da, wenn ich mir die Geschwindigkeit so ansehe. Ah ja, hier, die Zofe hat ein Pferd mit Geschwindigkeit 90 oder vielleicht sogar noch mehr. Nee, ist ein Pferd, macht keine Angst. Was haben wir dann? Da haben wir Schwertmeister von Hoth, super gut, leider nur ein Regiment. Die zerstören diese Chaos-Krieger gnadenlos. Einige Schattenkrieger, gut gegen leicht gepanzerte Einheiten und ohne Schilde. Gegen diese Chaos-Krieger mit hoher Panzerung und Schilden eher wenig spektakulär. Das wird uns nicht viel, wird uns wahrscheinlich nur so mäßig viel bringen. Agentkarte ist in Ordnung, hier hält die Linie. Wenigstens für eine Weile mit 55 Nahkampfabwehr, plus wenn sie ihren Buff bekommen. Ja, die halten ein bisschen. Aber so richtig viel Schaden machen sie nicht. Schwestern von Avalon zweimal, die sind ganz wichtig. Seegarde von Lothern, Antigroß, Fernkampf, Bogenschützen, Hauchkavallerie mit Silberhelm. Da können wir aber nicht anstinken gegen das Chaos. Und immerhin zweimal Adlerklauen und Speerschleider. Leider nur Reichweite von 380. Wir müssen unbedingt die Todbringer so schnell wie möglich vernichten, sonst zerschießen die unsere extrem teure Linien. Alariel hat ziemlich viel Energie, das ist in Ordnung und ja, kann sich selbst heilen. Kann wir diese Fähigkeiten irgendjemand anderem geben, plus 5 Nahkampfangriff für Verbündete. Und vor allem plus 5 Nachladefähigkeit, das ist was für die Schwestern von Avalon. Die brauchen das, weil er selbst ist ja... Ich meine, okay, er ist ein Nahkämpfer, aber wir haben keine starke Nahkampfarmee. Hier ist praktisch gar kein Nahkampf drin, deswegen kriegen das die Schwertmeister. Wir haben eigentlich ziemlich wenig da, um unseren Fernkampf zu schützen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fernkampfregimente und gerade mal 1, 2, 3 dedizierte Nahkämpfer. Unser Gegner hat fast nur Nahkämpfer. Ich sehe, warum das hier schwierig gewesen ist oder schwierig ist für DeathIII, denn ja, den ganzen Fernkampf zu verteidigen,
würden Herausforderung. Irgendwie müssen wir den Gegner am besten auf einen unserer Helden werfen. Also da werden wir nicht ohne Verluste rauskommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben leider keine Kavallerie-Plänkler, um den Gegner irgendwie ein bisschen auf Entfernung zu halten oder abzulenken. Oh crap, und eine Artillerie kommt außerdem noch von der linken Seite. Das ist noch... Das wird... Können wir den Gegner sehen? Leider nicht. Leider nicht. Wo steht er denn? Ich sehe ihn nirgendwo. Ich frage mich, wo er sich aufgestellt hat. Sollten wir seiner Armee hier direkt entgegenlaufen? Schwierig. Schwierig. Die Karte ist auch nicht sonderlich gut für uns. Und wenn wir uns hier hinstellen, kann er wenigstens mit seiner Kavallerie nicht angreifen. Okay, wir probieren es einmal hier auf der rechten Seite. Das Problem ist auch, wir müssen den Berg... Wenn wir zurückgehen, kann der Gegner uns den Berg runter angreifen. Oder bekommt er ein paar Boni. Hätte ich eigentlich fast schon mal ein Tutorial zu Höhenunterschieden gemacht. Aber das will keiner sehen, deswegen habe ich es dann irgendwie doch gelassen. ja, so war das. Puh. Wir haben auch nichts, das Angst verursacht. Immerhin einmal Kavallerie. Die hier und Alariel kommen mal in Gruppe 7. Kavri von mir aus 8 und die hier in 9. Beziehungsweise die Zofe. Bufft die irgendwelche Verbündeten? Die Antwort lautet nein, dann ist es auch egal. Okay, Immerhin haben wir Seegarden von Lothern. Die taugen ein bisschen was dazu, unseren Rücken zu schützen. Das müssen sie auch tun. Was anderes haben wir nicht. Die Schattenkrieger sind extrem wichtig darin. Mit denen müssen wir unbedingt so gut es geht verteidigen. Kavallerie kommt hier hin. Adlerklauen, Speerschleudern. Ah, es sind sogar große Armeen. Kommen hier nach vorne. In der Hoffnung, dass wir den gegnerischen Todbringer so schnell wie möglich vernichten. Unsere Schwertmeister von Hoth kommt zuerst mal in den Wald. Alles, auch die Agentgarde kommt in den Wald. Wir können uns nicht erlauben, dass die vernichtet werden. Und die Schwestern von Avalon kommen hier in dieses Wäldchen rein, wenn es geht. Wenn sie sich da drin verstecken können. Die Antwort lautet leider nicht. Wir kommen hier nach hinten. Das wird lustig. Okay. Immerhin Anti-Groß- und Rüstungsreduzierender Held. Der müssen wir wahrscheinlich nach vorne stellen, in der Hoffnung, dass er irgendwas tötet. Und die, gut, die müssen so schnell und so viel Ärger machen, wie es geht. Okay. So, zuerst muss der Todbringer vernichtet werden. So viel ist sicher. Dann versuchen wir hier die Chaosbrut auszuschalten, den Chaos-Streitwagen. Und diese Typen hier, außerdem packen wir sie in den Plänkler-Modus. Die Zofe der Immerkönigin geht vor. Die Agentgarde, die müssen wir eigentlich sofort vorbringen. Auch wenn sie sich damit dem gegnerischen Feuer gnadenlos aussetzen wird. Haben wir hier irgendwas, das uns so richtig schnell was bringt? Die Antwort lautet erstmal noch nicht. Todbringer schießt bereits. Da müssen sich unsere... Autsch, Alaklau und Speerschleudern drum kümmern. Leider können wir nichts beschwören, aber unsere restliche Armee kann etwas vorrücken. Das ist schon mal was. Das ist schon mal etwas. So, Atheus, unser Edler, muss sich... Hier, vielleicht können wir den gegnerischen General... Okay, der gegnerische, sehr, sehr gut. Also, die gegnerische Todbringer ist kaputt. Übrig bleibt nur noch schwache Infanterie. So, ihr zieht euch zurück. Der Edler mit Bonus gegen Groß wird sofort auf die gegnerischen auf die gegnerische Kavallerie gehetzt, in der Hoffnung, dass wir rechtzeitig unsere restliche Infanterie mobilisieren. Dummerweise kommt nochmal ein Todbringer von der anderen Seite, der wird uns noch so richtig auf die Ome hauen. Kann's kaum erwarten. Okay, hier, haltet sie auf! Wie ist mit dem gegnerischen General? Ist er schon tot? Er ist leider nicht tot. Verdammt, die sind viel schneller, als ich erwartet habe. Kommt, fangt sie ab, wir beschleunigen das mal ein bisschen. Kommt, haut ab. Und ihr geht hier hin, und ihr geht dahin. Kommt. Okay, die ersten sind erledigt, also beziehungsweise die ersten
Okay, wir schießen hier auf die Chaosritter. Solange die hier in diesem Haufen rumlaufen, ist das ideal. Okay, ich meine, unsere Schattenkrieger, dass die sterben, ist jetzt nicht ideal. Aber wir können sie eigentlich ein bisschen mal kurz buffen. Das ist in Ordnung. Und Alaric kann eigentlich auch im Nahkampf mitarbeiten. So, so weit, so gut. So weit erstmal so gut. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Okay, die Kavallerie ist jetzt ein bisschen im Eimer, aber im Großen und Ganzen okay. Im Großen und Ganzen okay. Ich bin halbwegs zufrieden. So, die Schattenkrieger. Ups, zu viel angeklickt. Schattenkrieger dürfen sich dann auch hier hinten plänkelnd betätigen. Die Zofe der Immerkönig ist nicht so mega glücklich, dass sie da steht. Kann ich verstehen. Aber immerhin opfert sie sich für einen guten Zweck und wir können sie notfalls auch noch heilen. Okay, Agentkarte ist in Position. Und ihr fangt jetzt mit dem Debuff an. Gut. Gut, gut, gut. Okay. Und ich glaube, wir holen uns auch mal auch eine Heilung. Das ist zwar nicht so extrem effektiv, muss ich sagen, momentan, aber irgendwo muss das ganze Zeug ja hin. Okay, der Chaos-Streitwagen, den zu töten, wäre auch noch gut. Und vor allem der gegnerische General. Die Chaos-Ritter leben auch noch. Klar, wir sind gerade in Zeitlupe unterwegs, deswegen ist alles ein bisschen langsamer. Aber noch ist es okay. Okay, 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 okay. Sieht momentan in Ordnung aus. Sieht momentan in Ordnung aus. Okay, die sind, die ersten sind erledigt. Schwestern von Avalon fokussieren in den Chaos-Streitwagen. Oh, der Gegner hat echt richtig viel Führerschaft. Das ist ein bisschen ein Problem für uns. Unsere Helden und Generäle und der ganze Kram. Aber wir müssen jetzt hier reinschleißen. Ab in die Chaos-Ritter, ab in diese anderen Typen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Einheiten nicht irgendjemandem einfach hinterherlaufen. Deswegen stellen wir uns jetzt einmal kurz in den Wachmodus. Okay, die ersten sind erledigt. Streitwagen macht uns noch Ärger. Schwestern von Avalon, zerlegt ihr mal bitte kurz. Ihr schießt hier hinten in den Haufen. Der Edle, der macht sich noch sehr gut. Das ist schön. Unsere Schattenkrieger können mal hier um die Flanke herumgehen. Okay, ja, ja, ihr seht euch, die Schwertmeister von Horus, die nehmen halt gnadenlos Schaden durch alles Mögliche. Okay, die gegnerische Armee von der anderen Seite braucht noch eine ganze Weile, bis sie reinkommt. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Was wollen wir jetzt hier zu schießen? Diese Chaos-Barbarenreiter sind ein schönes, weiches Ziel, das wir erledigen können. Ich wünschte, ich hätte irgendwas dabei, um den Gegner einzufangen mit Netzen oder so ein Kram. Dummerweise haben wir das nicht. Dummerweise haben wir das nicht. Ihr seht, ein Angriff auf die Schwertmeister von Hoth haben unsere Schwertmeister recht derb zerlegt. Aber okay. Okay, wir versuchen jetzt den gegnerischen General zu erledigen. Wir zerlegen jetzt den gegnerischen General. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Agentgarde geht auch nochmal ein bisschen nach vorne. Alariel ist ziemlich unangenehm betroffen. Ich gebe ihr mal ein bisschen Nahkampfabwehr, damit sie länger hält. Immerhin. Die Schwestern von Avalon haben wir erstmal schön geschossen. Gut, 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 gut. Ihr schießt weiterhin auf die Typen. Und wie sieht's aus hier hinten? Wir wollen auch drauf schießen. Ah, die Schwertmeister von Hoth, die sind so kacke. Leute, die Schwertmeister von Hoth, bringt so einen Krack nicht mit. Alles, was ihr braucht in eurer Armee, ist Speerträger und Bogenschützen. Ende der Geschichte, alles andere ist nicht wirklich extrem wichtig. Aber das läuft hier. Läuft momentan. Ich bin relativ zufrieden. Das heißt, wir können jeden Moment auf die zweite Armee warten. Also wir können die zweite Armee fast schon begrüßen, die sich uns jeden Moment nähern wird. Unsere Zofe darf auch auf den gegnerischen General schießen. Guckt euch mal diese Chaosritter an, die überrennen unsere Bogenschützen. Hätten wir jetzt noch mehr Speerträger, die die Linie anständig halten würden, wäre das kein Problem. Aber die haben wir leider nicht. Und deswegen leiden wir gerade so. Wirklich, einfach nur 10 Regimenter Speerträger, 10 Regimenter Bogenschützen. Damit gewinnt ihr schon fast alles, weil ihr denen auch dann die gesamten Buffs geben könnt, die es auf diesem, in dieser Welt so gibt. Okay, wie sieht's hier aus? An sich ganz okay, das ist ein Chaoskrieger. Da versuchen wir außen rum zu gehen. Schieß mal hier in die Flanke, in diese Chaoskrieger rein. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Unsere Schwestern von Avalon werden gerade ein bisschen angegriffen. Das Chaos flieht auch nicht, hat echt hohe Führerschaft, unglücklicherweise. Es wäre nicht passiert, hätten wir viel mehr Speerträger dabei.
Glücklicherweise ist die erste Horde jeden Moment durchbrochen. Das ist gut und das ist wichtig. Okay. Guck dir mal diese komischen Schwertmeister von Hoth an. So gut wie Toten haben noch nichts gemacht. Das ist das Übliche. Das ist das Übliche, was man so sieht mit solchen Elite-Truppen. Die sind ihr Geld einfach nicht wert. Kann man voll vergessen. Oh crap, was kommt denn hier? Oh nein! Genauso wie Agent Guard. Ich weiß, es ist schön anzusehen, aber es ist nicht kosteneffizient, sowas mitzunehmen. Buffen die mal. Schießt hier drauf. Oh, die Chaosritter laufen durch uns durch und machen viel zu viel Ärger. Und da kommt ein gegnerischer Zauberer. Können wir den ausschalten? Ich hoffe, den können wir ausschalten. Ich kann unsere Artillerie mittlerweile auf den schießen. Ich denke, das ist okay. Vielleicht kriegen wir ihn sogar relativ schnell tot. Das wäre der Idealfall. Okay, Schwestern... Oh, da kommt ein Zauberspruch auf uns. Den wollen wir nicht. Hier nochmal eine Salve auf den Kriegsherr des Chaos. Dann müssten wir eigentlich... Oh, da kommen die nochmal von hinten. Danke dafür. Chaosritter sind wieder zurück. Und ich habe leider keine schadensverursachenden Zaubersprüche hier in der Armee drin. Das ist auch unangenehm. Das ist ein bisschen unangenehm. Okay, immerhin gucke ich die Agent gerade an. Sie hält die Stellung so halbwegs. 91 Nahkampfabwehr durch unseren Buff, das ist gut. Speerträger hätten es genauso getan, vielleicht sogar noch besser. Weil wir davon deutlich mehr mitnehmen können mit weniger Geld. Also wenn ihr eure ganze Armee aus Agent gerade besteht und so, funktioniert das natürlich. Dann kann man damit schon einiges anfangen, aber das tut sie nicht wirklich häufig. Ah! Genau, die Elite-Truppe wird nämlich dann von billigen Zaubersprüchen vernichtet. Autsch! Und die Schwertmeister von Hoth sind mit fast keinem Kill, 57 Kills, und sie haben schon ein Drittel ihrer Armee verloren. Das lohnt sich einfach hinten und vorne nicht, sowas mitzunehmen. So, kriegen wir den gegnerischen General noch tot? Oh, da kommt schon die zweite Horde. Ist der gegnerische General tot? 227 Lebenspunkte. Okay, in Verteidigungsposition. Da kommen nochmal Gegner. Klar, die kommen doch mal. Ja, kommen natürlich nochmal. Leider haben wir nichts, um uns zu schützen so richtig. Naja, oh, Lari ist auch fast tot. Ha, lustig. Hauen wir mal noch den Buff auf Lari und hoffen, dass sie halbwegs überlebt. Also genau weiß das ja natürlich keiner, ob das funktioniert. Okay, der geringste Zauberer ist fast tot. Immerhin haben sie Ansturmabwehren gegen Groß. Dummerweise bringt er den nix gegen 100 in diesen Kleinen. Elite-Truppen. Okay, Chaosritter. Chaosritter, fokussiert bitte die Chaosritter hier. Das wäre gut. Die anderen Chaosritter auf der anderen Seite sind auf der Flucht. Okay, ugh, da kommen noch mehr Chaoskrieger zurück. Was? Versteckte Einheiten wurden entdeckt. Oh, ich habe noch Kavallerie, die habe ich ganz vergessen. Ah, gut, dass sie jetzt da ist. Zeig, was du kannst, Kavallerie, und lenk irgendwelche Gegner ab. Alariel ist fast tot. Wir hauen mal das rein und geben hier eine Heilung auf ganz viele Truppen. Mit etwas Glück... Oh, crap, da kommt so viel Scheiße auf uns zu. Schießen wir am besten mit dem Mehrfachschuss. Ich glaube, das ist das, was am meisten Sinn macht. Hier, schießt da irgendwo rein und hofft das Beste. Mehrfachschuss in diesen ganzen Sack an Einheiten. Das wird schon funktionieren. Alariel sollte sich am besten einmal kurz zurückziehen. Alariel, verzieh dich. Lass deine anderen Helden diese Arbeit übernehmen. Du müsstest eigentlich groß genug sein, um dich zu verziehen. Okay, stark verbesserte Nachladerate. Eine Energie pro 8 Sekunden. Wir können auf 30 hochgehen. Hauen wir jetzt mal rein. Ist in Ordnung. Okay, Chaosritter, Schattenkrieger. Kommen diese Hunde auf uns zu. Das ist ziemlich ärgerlich. Mit etwas Glück werden sie vernichtet, bevor sie uns zu viel Ärger machen. Und sobald unsere letzten Agentgardenregimenter vernichtet sind, dann sind wir so gut wie tot. Wenn die Agentgarde erledigt ist, sind wir so gut wie tot. Dann haben wir nämlich eigentlich nichts mehr, was unsere Fernkämpfer schützt. Und wir müssen hoffen, dass wir genug Munition haben. Zum Glück blockt der Gegner gerade gnadenlos hier im Zentrum. Alari, die Strahlende, ist immerhin entkommen. Das ist gut. Unsere Artillerie schießt hier hinten in den Haufen rein. Okay, soweit erstmal in Ordnung. Die Zofe der Inselkönigin kann hier auf diesen Meisterhexer schießen. Oh nein, die erste Einheit hat ihre Munition aufgebraucht. Das waren die Schattenkrieger. Das heißt, die Schattenkrieger, die sind sowieso ganz okay im Nahkampf. Sie müssen jetzt in die nächste Linie gehen. Wo ist eigentlich der gegnerische General? Ist der gegnerische General dieser Zauberer? Ich weiß es nicht. Komm, fokussiert mal die Trolle. Fokussiert mal hier die Trolle.
Ich will nicht, dass die uns kaputt schießen. Die ärgern mich schon ein bisschen. Okay, hier auf der Seite haben wir ziemlich viel zerschossen. Jetzt können wir die Kavallerie von der Flanke benutzen, um den Gegner platt zu machen. Alariel, bleib hier. Wir hauen hier nochmal eine Heilung rein. In unsere wichtigen Truppen. Wunderbar. Okay, diese Hunde, selbst wenn sie in den Nahkampf kommen, werden sie nicht mehr so viel Ärger machen. Damit meine ich diese Hunde hier. Und ja, okay, die Artillerie mit 39 Kills. Bäh, das ist ja fast nix. Die andere mit 21, das ist ja noch viel weniger. Okay, das hält sich echt in Grenzen. Zog für immer, Königin, bitte hinten bleiben. Ihr Schwertmeister könnt nach vorne gehen. Der Edel hat Bonus gegen... Naja, kein Bonus gegen Groß. Doch. Doch, du schnappst dir die Chaos-Trolle. Soweit, so gut. Schwestern von... Ah, okay, die Chaos-Ritter sind auf der Flucht. Das ist sehr, sehr schön. Und am liebsten würde ich... Oh Mann, die gegnerische Artillerie wird jeden Moment kommen. Ah, zum Glück ist die momentan noch extrem langsam. Die ist noch extrem langsam. Die kommt irgendwie nicht voran hier im Wald. Die braucht noch eine Weile, bis sie in Reichweite ist. Aber irgendwann kommt sie in Reichweite. Irgendwann ist sie da. Schattenkrieger. Okay. Also, sieht gut aus. Sieht relativ gut aus. Sieht relativ gut aus, muss ich sagen. Ich bin halbwegs zufrieden damit, wie das gerade läuft. Ugh, da kommt der nächste... komische Zauberspruch. Ja, Gentgarde müssen wir nochmal ein bisschen unterstützen. Dummerweise ist sie jeden Moment vollkommen ausgelöscht. Dummerweise ist sie jeden Moment vollkommen ausgelöscht. Können wir diese komischen Chaos-Trolle abschließend vernichten? Das wird wahrscheinlich... Oh komm, da kommt schon wieder Kavallerie von der anderen Seite. Danke dafür. Weil die einfach nicht fliehen wollen. Schwestern von Avalon, geht mal hier in die Position. Bogenschützen. Wo können wir euch draufschießen lassen? Einfach in diesen Haufen. Ah, oh, okay, da kommt... Okay, jetzt, okay, da müssen wir ausweichen, da müssen wir ausweichen, ausweichen, ausweichen. Hier geht am besten auch ein paar Schritte. Jetzt mit einem Angriff in den Rücken dieser Chaos-Barbaren sollte den Haufen eigentlich vertreiben. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und dann müssten wir das Ding eigentlich gewinnen. Schwestern von Avalon, bitte die Chaos-Krieger killen. So, die Chaos-Krieger sind, die Chaos-Ritter sind erledigt, sind noch 11 Stück übrig. Aber 11 Stück macht immer noch genug Schaden. Nochmal diesen komischen Maistexe. Oh nein. Oh nein. Oh nein, da ist... Ah, oh, verdammt, da ist... Da kommt der Todbringer. Da kommt der Todbringer. Da kommt der Todbringer. Ach du Schande, wir sind alle fast tot. Overcast. Es gibt noch keinen... Doch, es gibt Overcast. Damit ihr bitte nochmal ein bisschen länger lebt. Denn unsere Schwertmeister von Hoth sind so gut wie tot. So gut wie tot. Schattenkrieger, ihr dürft vorgehen und anfangen zu verteidigen. Bogenschützen, ah, ihr habt nicht so richtig gute Ziele momentan. Das sehe ich ja ein. Schießt mal hier trotzdem auf die Hunde. Wo ist unsere Kavallerie? Die Kavallerie hat gegnerische Einheiten vertrieben. Das ist gut. Der dumme Meisterhexer des Chaos lebt immer noch. Schwestern von Avalon. Vielleicht kriegt ihr den mal tot. Ich glaube, das ist der gegnerische General. Wenn er tot ist, haben wir schon mal... Dann sieht's gut aus. Dann sieht's gut aus. Dann müssen wir noch den Todbringer erledigen und dann haben wir das Ganze in der Tasche. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir das gewinnen. Ah, die gegnerischen Armeen brechen. Wunderbar. Die gegnerischen Armeen brechen. So, dann versuchen wir so viele von denen noch in den Tod zu reißen wie möglich. Dummerweise haben wir nicht viel Kavallerie, um das zu tun. Deswegen gehen wir hier schon mal vor auf dem Todbringer hinterher. Chaos-Ritter, wenn wir die erledigen, ist natürlich immer schön. Den Chaos-Streitwagen kriegen wir wahrscheinlich eher nicht nochmal kaputt. Chaos-Krieger mit Hellebarden, wenn wir die erledigen, wäre es schön. Vielleicht kann unsere Artillerie noch die Typen erledigen. So weit, so gut. Der gegnerische Meisterhexer würde ich ehrlich gesagt auch noch am liebsten killen. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen häufiger den Helm mit Zwietracht einsetzen können. Aber ist okay. Dann machen wir erstmal den Todbringer kaputt. Das ist unser letztes... Unser letzter gefährlicher Gegner. Ja, zum Glück hat er nicht so gut getroffen gerade. Aber mit etwas Glück wird er nicht mehr lange schießen. So, wir haben sie vertrieben. Wir haben sie vertrieben, weil wir in der Lage waren, dafür zu sorgen, dass der Gegner irgendwie komisch rumbloppt und uns selbst nicht zu viele Probleme bereitet. Eine Armee, die... Man, Alariel, also wir haben natürlich auch Alariel sehr, sehr intensiv eingesetzt. Die sind ja gebufft. Achso, die haben einen eigenen Buff, den sie hier aktiv haben.
Alaril hat ihre gesamte Heilkraft und ihre Standfestigkeit eingesetzt, um die Gegner aufzuhalten. Der feindliche Kommandant ist tot, ist sehr schön. Es wäre sonst nicht gegangen. Ja, also die Helden waren essentiell hier in der Schlacht, um den Gegner aufzuhalten. Immerhin 203 Kills bei den Schwertmeistern, 115 bei der Agentgarde, 28 bei der anderen. Ist okay, will ich mich nicht beschweren. Ohne die hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber wir könnten echt mehr in dieser Armee, mehr Nahkampfeinheiten gebrauchen. Das hat uns schon gut gekostet. Und das hat uns einfach unter Druck gesetzt, wenn der Gegner mit viel, viel mehr Nahkampfkram kommt und wir unseren Fernkampf nicht richtig verteidigen können. Komm, mach den Typen kaputt. Aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit dieser Schlacht. Wir haben den Gegner zurückgeschlagen. Und ja. Alaril ist gerettet. Fünffache Chaos-Invasion. Ich bin gespannt, wie die Karte generell aussieht. Ich hoffe, die ganzen Chaos-Krieger hier sind tot. Genauso wie die Chaos-Ritter. Chaos-Brut ist auf jeden Fall auch vernichtet und der General. Ja, und unsere Armee sieht eigentlich noch ganz gut aus. So im Großen und Ganzen. Okay, die Nahkämpfer haben ziemlich gelitten. Aber ich muss zugeben, zwei Regimenter Speerträger mehr, das wäre echt schick gewesen. Dann wären wir nicht ganz so... das ist eine ganze Menge Kohle. Gut, die erste Armee fast vollkommen vernichtet, die zweite Armee auch zum großen Teil vernichtet. Läuft, ist gelaufen. Lösegeld. Zwangsarbeit, ja, die Regeneration können wir, glaube ich, gebrauchen. Machen wir. Mal sehen, wie es dieser Kampagne sonst so geht. Einfluss gewonnen, ja, sehr gerne. Siedlung ausgeraubt. Tyranok, Charioteer. Endlich mal ein paar Achievements. Laura entdeckt, plündern, Bronzespalter zum Dienst bereit. Rebellion steht bevor, Feind im Kampf getötet. Wie sieht die Kampagne so aus? Praktisch ganz Avalon gehört Death III. Abgesehen von Vaults Amboss. Das ist zwar eine nette Stadt zu haben, aber auch nicht unbedingt notwendig. 1500 Gold pro Zug. Sieht an sich ganz okay aus. Wie sehen die Generäle so denn also aus? Tyrion ist hier. Was hat er sich so gelevelt? Ah, sehr gut. Sehr gut. Die Infanterie ist gelevelt worden. Das ist ausgezeichnet. Sonnenklinge. Minus 10% Unterhalt. Okay, Schwertmeister von Horth wurden gelevelt. Na gut. Und Agent gerade super teure. Okay, das ist schon, das ist eine ordentliche Armee. Die Drachen und Tyrion sind da mehr als ausreichend in der Lage, um den Gegner zu halten. Plus die Elite-Infanterie, das reicht. Und die super Elite-Fernkämpfe, die zerschießen alles ruckzuck. Das ist eine ganz ordentliche Armee. Da brauchen wir vor allem bessere Schwertmeister von Horten und die sind auch gelevelt worden. Ja, ordentlich. Ordentlich. Kann man so machen, würde ich zwar. Ich bin zwar eher ein Freund von Billigtruppen, aber das kann man so machen. Was gibt's noch so hier in dieser Schlacht? Hier gibt's plündernde Aufwiegler-Armeen. Ach, hier ist die Armee, die Schlacht, die wir gerade geführt haben. Was macht denn Alaril so? Alaril hat noch nicht sehr viele Level-Ups, aber auch auf jeden Fall die richtigen Dinge gelevelt. Das ist gut. Netzzauber haben wir hier nicht, aber das ist okay. Und ja, die Chaos-Armee ist auf jeden Fall vernichtet. Dunkelelfen sind nochmal momentan nicht unsere Gegner. Ist ziemlich viel kaputt. Ziemlich viel kaputt, aber Geldmittel sehen gut aus. Immerhin gibt es einige Verbündete. Und hier nach Nordwesten haben sich die Hochelfen auch weitergearbeitet. Arnheim. Das ist Alit Anar. Was kannst du denn so? Du hast doch gar keine Rüstung. Hier kommen nämlich mal Rettungszauber. Der Vogelscheuchenbanner braucht eigentlich sowieso kein Mensch. Und auch kein Elf. Komm, nehmen wir den Kram hier. Wird schon passen. Und auch hier eine ganze Menge Meister dem Leeds. Hoffentlich passt das dazu. Okay, das ist schon eine ganze Menge Armeen. Und Eltharion, der Grimmige, ist auch dabei. Ich hoffe, der hat schon seinen Drachen. Sturmschwinge. Das ist ein Drache, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ne, Eltharion bekommt wahrscheinlich zweimal Vogelscheuchenbanner sogar. Krass. Krass, und er hat gar keine Waffe. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 100. Das ist doch was für ihn, oder?
Definitiv, komm. Plus 100, dann auch da gut rein. Das gibt's jetzt noch umsonst dazu, was diese Kampagne angeht. Ja? Sieht an sich ganz interessant aus. Da kommt bestimmt noch mehr Chaos. Ich habe gehört hier, dass der, also das läuft ja mit dem fünffachen Chaos-Invasionsmod, aber es ist eine nette Kampagne. Also mit Expansionsideen hier nach Nordwesten. Dunkelelfen mit Drohung von oben, Chaos von irgendwoher. Wie sehen die diplomatischen Beziehungen so aus? Oh, eine ganze Menge Krieg. Auch mit Chras hier im Nordosten, oder? Nee, das sind die Bretonen und das Imperium. Wie sieht's mit dem Handel aus? Es gibt einige Handelspartner, das ist gut. Ja, doch, das habe ich gern gemacht. Ist eine schöne Kampagne, ein schöner Status. Und damit wünsche ich Death EE viel Spaß. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr gerne noch eine Kampagnenschlacht gerettet haben wollt, schickt sie gerne an exploginghamster1@hotmail.com oder über den Discord ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und so. Und bis zum nächsten Mal.